Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen OFM-Video. Im heutigen OFM-Video möchte ich mein neues Setting vorstellen. Also da steht jetzt eine Kanne. Wir reden über den Transfermarkt. Wir schauen uns den OFM 8 mal an. Im letzten Livestream habe ich ein bisschen rumgeeiert und gesagt, OFM 10 hieß das Ding damals, was sie wieder abgezapft haben. Nee, das Ding hieß OFM 8. War ich schon ein bisschen zu weit. Damals haben die schon mal versucht, eine neue Desktop-Version für Handys zu entwickeln. Irgendwie so, genauso schlecht verkauft wie diesmal. Also auch damals ging es schon darum, eine mobil kompatible OFM-Version rauszubringen. Und damals ging es voll in die Hose. Wir schauen uns das Ganze mal an und hoffen, dass OFM mittlerweile aus diesem gescheiterten Projekt gelernt hat. Ich persönlich glaube, sie haben daraus gelernt, aber trotzdem wollen wir uns den misslungenen Versuch von damals mal anschauen. Des Weiteren beantworten wir heute eine Zuschauerfrage. Ein Zuschauer hat mich gefragt, was ich von Gold und von Kryptos halte. Und die erste Frage, was ich von Gold halte, werden wir heute schon mal empirisch beantworten. Im Dezember soll es wieder richtig aktiv zugehen auf meinem Kanal. Es sollen wieder Livestreams kommen. Wir machen uns ja immer einen schönen Dezember. Wir werden in den ersten 45 Minuten immer über Fußballmanager reden und in den zweiten 45 Minuten immer über das Thema Real Life investieren. Wir werden wissenschaftlich vorgehen, wir werden uns viele Studien anschauen, wir werden aber auch Spaß haben, denn beispielsweise investiere ich auch in sowas. Habe mir vor anderthalb Jahren hier Lego-Figuren gekauft. Tick, Trick und Track. Die sind schön im Preis gestiegen, also auch solche Spielereien mache ich tatsächlich. Schauen wir uns dann einfach mal an. Also, wir werden locker vorgehen, wir werden aber auch wissenschaftlich vorgehen. Alles ist zugelassen. Wir machen uns einen schönen Dezember. Nun werde ich schon mal eine erste Zuschauerfrage zum Thema Investieren beantworten. Was halte ich eigentlich von Gold? Wenn wir ein Produkt bewerten, in dem Fall Gold, werden wir uns immer die längste verfügbare Datenreihe anschauen und dann einschätzen, wofür das Produkt wohl am besten geeignet ist. In dem Fall habe ich eine Datenreihe von 1257 bis 2014 gefunden. Werden wir bei den meisten Finanzprodukten leider nicht ganz so lange Datenreihen finden, aber in diesem Fall sehr, sehr schön. Und die tatsächliche Rendite von Gold gemittelt über diesen langen Zeitraum lag ungefähr bei 0%. Wie können wir Gold jetzt einschätzen? Wenn wir Gold kostenfrei und risikofrei lagern könnten, wäre Gold das perfekte Produkt, um die Inflation auszugleichen. Denn der Unterschied zwischen der Nominal- und der Realrendite ist genau die Inflation. Also die Nominalrendite wird um die Inflation korrigiert und daraus entsteht die tatsächliche Rendite. Die tatsächliche Rendite von Gold liegt bei 0. Das heißt, Gold hat über diesen langen Zeitraum keinen Wert verloren oder gewonnen. Und somit ist Gold schon ein sehr gutes Produkt, um die Inflation auszugleichen. Nur jetzt müssten wir, und das machen wir dann im Dezember, noch darüber reden, wie können wir Gold eigentlich sehr günstig lagern und auch sehr risikofrei lagern. Denn wenn wir das Gold jetzt vor die Haustür legen und es ist am nächsten Tag weg, dann ist es wahrscheinlich doch nicht die beste Absicherung gegen Inflation. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu den interessanten Goldspielern, die in mein OFM-Projekt passen würden. Hier sehen wir alle 21er Goldspieler aufwärts auf dem Transfermarkt und ich denke, bei vielen Spielern werde ich morgen früh mitbieten. Konkretes kann ich da jetzt erstmal noch nicht zu sagen, aber ein sehr besonderer Spieler ist dabei und auf den möchte ich mal eingehen. Verkäufer natürlich, ihr wisst es, AC Buenos Aires, ja klar. Also der gefällt mir schon sehr und ich könnte mir vorstellen, dass ich den für 140 Millionen Euro bekomme. Dann hätten wir wirklich einen sensationellen Stürmer, endlich nochmal einen Topspieler im Verein. Jetzt sehen wir schon das EPTB-Verhältnis. Das ist jetzt nicht so schön, aber der hat ja schon Stärke 25. Den stellen wir an das beste Gerät und der bekommt diese Saison ja nochmal alle Lager. Also aus dem können wir einiges machen und ich hoffe auf ein Event im Dezember. Und da würde ich dann nochmal richtig aktiv teilnehmen und wir würden wahrscheinlich nochmal einige TP da drauf bekommen. Also ein wunderbarer Stürmer, auf den ich morgen früh wahrscheinlich bieten werde. 140 Millionen Euro ist er mir eigentlich wert. Ich gehe davon aus, dass ich noch mit dem AC da verhandeln könnte. Was hat er denn damals bezahlt? 135 Millionen Euro, okay. Wahrscheinlich würde er noch ein paar Euro runtergehen, weil er den jetzt loswerden möchte, weil er sich einen besseren gekauft hat. Aber ganz ehrlich, ich nehme den morgen früh.
mit und dann hat sich das Thema erledigt, bevor dann noch irgendjemand mitmischt. Also auf den habe ich richtig Bock und ihr könnt dann ja schon nachschauen, ob ich den bekommen habe oder nicht. Vielleicht hat es der ein oder andere sogar schon vor dem Video gesehen. Wir machen eine Zeitreise in das Jahr 2015 und schauen uns mein erstes Video zum Thema OFM 8.0 an. Wenn wir im Dezember in einem Livestream irgendwann gar nichts mehr zu tun haben, dann schauen wir uns ein späteres Video von mir zu diesem Thema an. Da wurde ich dann sehr kritisch, hier war ich noch sehr locker, neutral, schon fast positiv zu diesem Thema eingestellt. Ja, schauen wir einfach mal rein. Da können wir so ein bisschen Eindruck gewinnen. Wir werden jetzt hier viel durchskippen, aber schauen wir erstmal jetzt hier rein, was ich so zu sagen habe, wie meine Stimme damals klingt. Ich hoffe, das ist für euch einigermaßen interessant. Feedback gerne in die Kommentare. Ihr könnt euch auch Themen wünschen für den Dezember. Wollt ihr viele Teamchecks sehen? Wollt ihr nochmal ein Projekt sehen? Was wollt ihr im Dezember neben dem Real-Life-Investieren-Projekt so an OFM-Content haben? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt fangen wir hier mal an und hören uns erstmal meine Stimme von damals an. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es um den OFM 8.0 gehen. Das ist die neue OFM-Version, die rauskommen soll, bei dem einige Designänderungen kommen werden. Das bedeutet, das Spiel wird an für sich das gleiche bleiben. Ihr werdet den gleichen Account haben, das gleiche Stadion, das gleiche Team und so weiter. Also alles wird gleich bleiben, aber das Design des Spiels wird sich verändern und einige... Wäre ja auch mal eine geile Aktion, ne? Einfach alles verändern, jeder verliert sein Stadion. Kompletter Reset, meine Freunde. Könnte man am Beta-Server machen. Also dieses Video habe ich am Beta-Server aufgenommen. Ach, jetzt vermisse ich so ein bisschen meinen Account vom Beta-Server. Damals in der Türkei gespielt, dann irgendwann nach Deutschland gewechselt. Ihr kennt die Masche. Aber schauen wir jetzt hier erst noch weiter. Ich klicke mich gleich durch. Vielleicht lassen wir noch 30 Sekunden laufen. Ich habe jetzt hier die Geschwindigkeit auf 1,5%. Ja, super. Auf 150% und lassen wir mal einfach durchlaufen und klicken uns gleich so ein wenig durch. Schauen uns mal an, wie das Ganze damals so aussah. Die Funktionen werden zunächst einmal abgeschafft. Gehen wir zunächst einmal auf die Forumseite, da wurden schon einige Fragen beantwortet. Die OFM 8-Version soll sowohl für das Handy als auch für den Computer dienen. Also es gibt eine Browser-Version und eine Mobilnutzer-Version. Das heißt, es werden keine zwei unabhängig voneinander existierende OFM-Versionen rauskommen. Das ist eine sehr wichtige Beantwortung der Frage. Das hatte ich nämlich auch in meinem ersten Video, was ich hierfür produziert habe, gefragt. Dann ist es ja gar nicht mein erstes Video. Scheiße, meine Freunde, ich habe alle Videos online gestellt und das ist das erste Video, was ich dazu gefunden habe. Dann habe ich das erste Video gelöscht oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe alles online gestellt, was ich gefunden habe. Das Video hatte ich nicht online gestellt, da ich nicht wusste, ob ich hierzu ein Video veröffentlichen darf. Diese Frage wurde mittlerweile ebenfalls beantwortet. Ich darf Hä? Nicht veröffentlichen oder was? Komme ich in den Knast, wenn ich ein Video zum OFM 8 mache oder so? Keine Ahnung. Also der Beta-Server war damals kostenlos. Ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht veröffentlichen sollte. Naja, gut. Hierzu ein Video bringen. Aber da dachte ich mir, da mache ich ein neues Video, da mittlerweile ja schon einige Fragen beantwortet wurden. Zudem sind einige Funktionen derzeit noch nicht integriert in die neue OFM-Version. Diese sollen aber angeblich nächstes Jahr folgen, beziehungsweise halt dann in einer gewissen Zeit folgen, dass diese neuen Versionen, beziehungsweise die alten Versionen, die es schon gab, neu integriert werden in die neue OFM-Version. Ich sehe gerade, der hat sogar explizit meine Fragen beantwortet. Darf ich ein Video, ich sehe meinen Finger hier nicht, darf ich ein Video dafür machen oder dazu und es veröffentlichen? Ja klar, ich meine ja klar, es ist ja klar, hä? Nun schauen wir uns doch mal die neue OFM-Version an. Das ist sie. Das ist OFM 8.0. Das ist die Zukunft unseres Online-Fußballmanagers. Der erste Eindruck, der finde ich sehr... Ist dann letztendlich nicht so gekommen. War wohl doch nicht so klasse. Ne? Also damals haben die halt wirklich das dann parallel betrieben. Man konnte beide Versionen nutzen und irgendwie nur 1% der Manager haben den OFM 8.0 genutzt und alle restlichen die Version 7. Und dann haben sie das Ding halt, wie gesagt, irgendwann Stecker raus, abgezapft und dann war gut. Sehr, sehr positiv. Wir haben eine sehr übersichtliche Seite und können sofort sehen, wie wir in der Liga gespielt haben, wie wir im Freundschaftsspiel gespielt haben. Also das heißt, das Grundprinzip der Startseite ist gleich geblieben. Zudem haben wir hier oben eine schön integrierte Uhr, die uns die Uhrzeit anzeigt. Finde ich gut gemacht, dass sie jetzt auch hier oben in der linken Seite ist. Da finde ich, passt die Uhr auch besser hin wie zuvor. Da war sie nämlich auf der rechten Seite zu sehen. Aber das ist hier nur so eine kleine Änderung. Ey, einmal kurz hier in meine Nachrichten schauen. Ich hoffe, ich stoppe jetzt richtig. Würde mich interessieren, wer mir damals so geschrieben hat. Banzo, genau, Borussia Berlin 237 auf dem Beta-Server. Ja, Beta ist natürlich richtiger als Beta. Ich weiß es ja immer, Beta. Ist so ein Wortspiel von meinem Kumpel und mir damals gewesen. Mas Tequila sagt mir gar nichts mehr. Tequila sagt mir trotzdem nichts. Na gut, das ist hier sehr Borussia Berlin-lastig. Da war sie nämlich auf der rechten Seite zu sehen. Aber das hier nur so eine kleine Änderung nebenbei. Wenn wir jetzt hier auf diese Felder klicken, können wir uns sofort auch den Spielbericht und die Aufstellung anschauen. Dadurch entsteht... Also bis jetzt bin ich ziemlich unterwältigt und damals war ich schon mal zufrieden mit einer Uhr.
So, die Ansprüche werden mit dem Alter scheinbar höher. Finde ich eine schöne Übersicht, dass man die Informationen erst abrufen muss und sie nicht sofort bekommt, beziehungsweise diese Felder einem nicht sofort angezeigt werden. Dadurch wird das Ganze übersichtlich und man muss immer bestimmte Klicks quasi machen, um bestimmte Funktionen aufzurufen, die man braucht. Wenn man sie nicht braucht, dann werden sie einem auch gar nicht angezeigt, wie zum Beispiel bei der alten OFM-Version, wo einem hier immer der Spielbericht angezeigt wird, den man hier immer anklicken muss. Hier muss man ihn quasi erst aufrufen durch einen Klick. Finde ich sehr schön gemacht. Ist tatsächlich für mich ganz praktisch, weil schon damals habe ich mir meine Spielberichte eigentlich gar nicht mehr angeschaut. Ja, ich denke, jeder, der so ein paar Jahre mal auf M gespielt hat, der schaut sich nicht mehr täglich seine Spielberichte an. Könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Und schauen wir uns die Startseite weiter an. Das heißt, wir haben hier diese Spiele, wo man sich dann auch ganz normal den Spielbericht anschauen kann. Hier haben wir eine Kontostandsanzeige, die den Kontostand aufrundet. Das heißt, hier wird ein ungefährer Kontostand gezeigt. In diesem Fall werden 137,8 Millionen Euro auf 138 Millionen Euro aufgerundet. Finde ich sehr gut gemacht, dass man hier quasi so eine ungefähre Übersicht hat. Und man geht mit der Maus drauf. Wobei ich es etwas verwirrend finde, dass hier diese Saison 46 ebenfalls ein Kalender ist. Aber die Idee dahinter ist, dass hier ist ein Tageskalender, so einer zum Abreißen, wo dann der zweite Spieltag ist. Und die 46 ist in so einem Jahreskalender. Naja, das ist so die Idee hier hinter. Kann man auf jeden Fall alles erkennen. Dann zu dem ersten Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Hier unten wird einem das Personal angezeigt. Das Personal ist ja die Funktion in OFM, die quasi nur bei den neuen OFM-Versionen, also am DE2 beispielsweise oder an den anderen ausländischen Servern existiert, also nicht bei dem Classic-Server. Und in diesem Fall sehe ich hier Personal, dann haben wir hier oben eine rote 1. Was bedeutet... Eine rote 1, meine Freunde. Wir haben da eine rote 1. Ja gut, eine rote 1. Nehmen wir das mal so hin. Ich finde da keine rote 1, aber gut. Also diese rote 1 kann ich bis jetzt noch nicht nachvollziehen, was diese rote 1 bedeutet. Ich kann nicht nachvollziehen, wo ich eine rote 1 da gefunden habe. Ich habe aktuell zwei Personalien, also zwei. Also mittlerweile ist mir ziemlich klar, was die rote 1 heißt. Die rote 1 heißt nämlich, wenn ich eine Sekretärin hätte, dann hätte sie eine Information für mich. Wusste ich damals, glaube ich, auch. Ich habe es in dem Video nur nicht gesagt, weil ich wirklich zeigen wollte... Was nicht so intuitiv ist, da muss man erst drüber nachdenken, was soll diese 1 heißen. Und es war ja auch nicht wirklich logisch, weil ich hatte die Sekretärin nicht. Und trotzdem wurde mir gezeigt, dass wenn ich sie hätte, sie eine Meldung hätte. Also ich habe in den Videos immer so versucht, so alles so oberflächlich wie möglich zu betrachten. Also was sind so die ersten Schwierigkeiten? Der OFM 8.0 war wirklich nicht sonderlich intuitiv. Wir skippen jetzt mal noch ein bisschen durch, schauen uns so das allgemeine Design an. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Also hier sehen wir das Logbuch. Hier sehen wir, wie der Transfermarkt dann aussehen sollte. Das war ganz gruselig. Also vor allen Dingen hatten wir keine klare Spieleranzahl auf einer Seite, sondern man konnte ewig weiter nach unten scrollen. Fürchterlich. Da waren also einige Sachen, die mir auch schon damals im ersten Video nicht gefallen haben. Beziehungsweise war das ja mein zweites Video, weil ich das erste nicht veröffentlicht habe. Scheinbar sogar gelöscht habe. Hier sehen wir... tatsächlich ohne Gesichter die Aufstellung, wie die aussehen sollte, auch immer noch mit rechter und linker Manndecker. OFM, wenn ihr mir jetzt zuhört, ja, wenn ihr jetzt schon eine neue Version rausbringt, dann arbeitet mit Innenverteidigern. Mit Innenverteidigern, das schreckt doch die neuen Leute ab, wenn die sehen rechte und linke Manndecker, fragen die sich, von wann ist denn das Spiel, von 1910 oder was? Haben wir hier noch irgendwas? Das sind meine Videos, okay. Was haben wir hier? Ich glaube, das reicht für einen ersten Überblick. Wie gesagt, im Dezember haben wir hoffentlich mal Zeit, in ein weiteres Video von mir da reinzuschauen. Damals hat OFM sich schon mal versucht und wir können uns das Ganze nochmal anschauen, wenn wir ein bisschen Zeit im Dezember finden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream wieder. Wenn ein Livestream diese Woche kommen sollte, werde ich das wieder mit dem Community-Button ankündigen.